Ich meine, mein Vater war sehr gewalttätig, hat meine Mutter mehrfach geschlagen, erniedrigt, misshandelt, uns Kinder, die ganze Familie. Und das sind tiefe Traumata, das sind mir drin. Und an vieles kann ich mich erinnern. Doch ich habe bei Ayahuasca-Trinken gesehen, was mir mit ein, zwei Jahren widerfahren ist. Und was mir sogar noch im Bauch meiner Mutter widerfahren ist, weil sie wollte mich abtreiben. Und dann habe ich. Wow, das hast du in der Zeremonie erfahren. Wow. Das war übel. Ich habe Ja, ich weiß geweint noch, und wie läuft. geweint und geschrien. Und ich wollte raus aus meinem Körper, mich da auch nackt ausgezogen. Dort habe ich dann aber dann später erkannt, die Medizin spricht ja zu dir. Das hat mir zu verstehen gegeben, dass das ein Geschenk war. Was mir widerfahren ist, was meiner Mutter widerfahren ist, meinem Bruder. Und dann kam die Heilung, die Auflösung. Das heißt, ich habe dann verstanden, warum mein Vater das gemacht hat, was ihm widerfahren ist. Und ich konnte die ganzen Traumata auflösen. Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Zukunft. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Und für all die Leute, die auf Spotify, iTunes zuhören, diese Episode gibt es auch auf YouTube. Schau also gerne hier auf meinem YouTube-Kanal vorbei, wenn du das Ganze auch mit Bild und Video sehen möchtest. Und für all die Leute, die hier auf YouTube dabei seid, checkt auch gerne den Podcast auf Spotify und auf iTunes ab. Den Link dazu unten in der Beschreibung. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das, was wir von Hollywood-Filmen kennen, das hat unser heutiger Gast erfahren und erlebt. Denn heute bei uns ist der Multi-Unternehmer Milan Milic. Milan ist Gründer von den Home Healing Retreats. Er hat über 9 erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, die unter anderem in den Bereichen wie zum Beispiel Forderungsmanagement, Softwareentwicklung, Telemarketing, Online-Zeitschriften und Magazinen höchste Qualität abliefern. Auf seinem Weg zu der wundervollen Situation als Selfmade-Millionär hat Milan auch die dunkle Seite des Lebens kennengelernt. So litt er unter Ängsten, Depressionen und Süchten und konnte sich dank Bewusstseinsentwicklung auch daraus befreien. In der heutigen Episode spricht Milan darüber, wie er diese Süchte loslassen konnte, wie er seine Berufung gefunden hat und wie er mit Ayahuasca, durch Ayahuasca, seine tiefen Traumata und Wunden heilen konnte. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Episode und ich heiße ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Show, Milan Milic. Wir gehen ja bei dem Typ, wo du leider noch nicht geschafft hast, hinzukommen. Ja. Der Typ ist Bro. Sauna. Macht das so geil. Seine ganze Familie macht auf. Bis Kind 12, 16, 18, 22 und jeder hat sein Ding. Witzaufguss, Bieraufguss, das. Da muss ich mal herkommen, ja. Ich liebe Saunas. Ja. Saunas ist wow. Die Sauna ist 65 Jahre alt. Ursprünglich war das irgend so ein Wellness, dann wurde es ein Bordell. Was? Ja. Was? Und aus diesem Bordell wurde dann, hat er es übernommen vor 25 Jahren. Aha. So. Und also das ist so schön. Und ein kleiner Swimmingpool, so heimlich mitten in der Stadt. Also was so außerhalb von Dings, würdelos, wie er heißt. Und dann so heimlich, was so herzlich. Und wenn er redet, die Aufgabe beherrscht es total. Weißt wow. Und es ist Blocksauna. Ja. Das heißt, wenn die Hitze richtig fett kommt, die geht durch dich durch und das andere nimmt es auf. Nicht wie in einer Elementensau, da kannst du verbrennen. Ja. Das ist richtig. Ja. Nee, beim Retreat, das ich mache, mache ich auch Sauna-Sessions, Meditation-Sessions. Ich finde, in der Sauna kannst du gut meditieren, mit der Hitze, das ist ähnlich wie aus Eisbad, einfach die andere Seite. Ja, oder rausgehen und dann ins Eisbad und wieder zurück. Ja, das ist richtig toll. Ja, Milan, cool, dass es geklappt hat, schön, dass du hier bist. Wir haben schon mehrmals versucht, einen Podcast zu starten, einmal in Afrika, in Tansania, genau. Einmal noch, als wir im Sedi waren, in Andermatt, in den Bergen, weißt du noch? Genau. Auch so spontan haben wir gesagt, nee, komm, wir warten erstmal ab. erstmal Frage, wie geht's dir und bist du gut mit deiner G-Klasse hier hochgekommen, den Weg hoch? Also erstmal danke vielmals, Patrick, dass es geklappt hat. Ich habe dich echt vermisst. Ja. Wir schreiben halt immer wieder, aber ja, sind halt beide sehr busy und können uns nicht sehr oft sehen. Danke, dass ich da sein darf. Ja, mir geht's gut, den Umständen entsprechend. Wir haben mehrere Unternehmen, es hat viel los zur Zeit, auch wegen dem ganzen Corona, haben auch Umstrukturierungen gehabt.
Und auch wegen der neuen Geschichte, die ich ja da am Aufbauen bin, das braucht ziemlich viel Energie. Und ja, aber sonst geht's gut. Kinder sind gesund, Frau geht's gut, das ist das Wichtigste. Ja, wir sind gut hochgekommen. Zuerst habe ich auch Bedenken, ja, weil du gesagt hast, die Straßen sind kaputt. Ich dachte, ach du Scheiße. Doch, Straße ist ein Weg. Ein kleiner Weg. Doch das Coole bei der G-Klasse, und das war jetzt das erste Mal, ich habe es ja seit 2 Jahren, und ich habe mich immer gefragt, wofür sind diese 3 Knöpfe? Weil der Witz bei der G-Klasse ist, die ist ja eigentlich ausgelegt für so Berge und alles, nur man nutzt es ja nicht. So, und jetzt hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit, die Stoßdämpfer so nach oben zu legen, dass du, also bist so gefahren und hast wirklich nichts mitbekommen von den ganzen Löchern. Aber es war schon beängstigend, wenn man auf die rechte Seite schaut. Es ist schmal und die Straße ist sehr kaputt jetzt mittlerweile, weil auch durch den Regen, ja, wenn es hier fest regnet, dann wird die Straße fast zu einem Fluss. Schnee im Winter würde ich... Kommt nicht hoch. Darum habe ich mir den Quad geholt mit der Option, dass wir den Quad verwandeln können in ein Snowmobil. Ne? Und dann holst du die Gäste unten ab? Ja, dann hole ich die Gäste unten ab. Geil. Ja. Aber ist auch geil, du musst mal fahren mit dem Quad, weil der hat auch Power. Weißt du, ich habe gesehen, du warst ja in Dubai, du bist ja überall unterwegs und bist auch dort mit dem Quad gefahren, aber ich glaube, der hat mehr Power, wirklich Power. Ich habe den mal live an einer Ausstellung gesehen, habe ich dir mal das Foto geschickt. Ja. Es ist mächtig, sieht riesig aus, aber ja, fahren würde ich den gerne. Ja, geil, ja gut. Wie breit ist die G-Klasse? Ist die über 2 Meter? Ich glaube nicht, ne? weil bei mir, ich habe den Tesla X, ja, und der ist 2 Meter, ich glaube 0,4. Das ist verdammt breit. Mhm. Und ich habe mir schon 3-mal hier den Pneu aufgeschlitzt bei diesem Weg. Der sieht so breit aus. Er ist eher in der Höhe, er ist hoch, das heißt 2 Meter, also fast bei gewissen Parkgaragen unter Führung kommst du gar nicht rein mit der G-Klasse. Ja. Aber die Breite ist okay. Ja. Ich finde es ein super schönes Auto, deine G-Klasse, wirklich wunderschön. Aber es ist auch krass, was der Sprit kostet, oder? Weißt du, so, und kannst du das heute noch verantworten? Weißt du, so, nee, das ist ja die Frage. Weißt du, ich will nicht bewerten, weißt du, nicht verurteilen, weil wir alle haben ja irgendwo unsere Themen. Aber ich weiß ja bei dir, du hast ja einen krassen Bewusstseinswandel durchgemacht. Mhm. Ich meine, bei dir, Bro, fuck, als wir uns kennengelernt haben. Ne, wann war das? Das war vor 3, 3,5 Jahren. Dreieinhalb Jahre, da kamst du zu mir. Ja, wir haben miteinander eng zusammengearbeitet. Es war ein intensives Coaching. War ein schönes Coaching auch, weil eine Freundschaft daraus entstanden ist, weißt du. Habe ich so wirklich noch nie gehabt, so in diesem Umfang. Weil wir haben auch intensive Erfahrungen zusammen gemacht. Ja. Aber ich weiß noch, während unserer Zusammenarbeit ist so ein Bewusstseinswandel in dir passiert. Du hast dann auch deine Ernährung umgestellt, ist jetzt pflanzlich, Körper hat sich verwandelt, deine Ausstrahlung, viele Sachen haben sich verwandelt. Von 100 Kilo auf 85. Ja, genau. Viele Sachen haben sich verwandelt. Ja. Mhm. Business auch bei dir, können wir nachher eintauchen, die Beziehung mit deiner Frau und so weiter und so fort. Aber da gab es so einen Wandel, so einen Bewusstseinsshift. Und das war wie damals bei mir, als ich einfach so gesehen habe, dieses Tierleid, ich kann das nicht mehr unterstützen. Ich wähle ja jeden Tag mit dem Geld, wohin das Geld fließt. Und dieses Tierleid, diese Massentierhaltung, ich möchte die nicht mehr unterstützen. Das war ja einer der Gründe, warum ich umgestiegen bin auf eine pflanzliche Ernährung. Mhm. Und ja, auch hier jetzt beispielsweise haben wir jetzt Solarenergie. Das sind alles so Überlegungen, wie kann ich halt mein CO2-Ausstoß reduzieren, ja, plus, minus, das sind so Überlegungen, die ich mir dann gemacht habe. Und ich habe mir auch überlegt, so G-Klasse, geiles Fahrzeug, aber fuck, ist verdammt viel CO2, was da rausgeht. Ne? Machst du dir solche Gedanken auch oder sagst du? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Apropos Benzin, jetzt war die Preise hoch, also Volltank 260, 270 Euro. Ja. Wow. Und das kostet viel Geld. Und du weißt, wo ich mit dem Bewusstsein angefangen habe, du warst da eigentlich der Erste, der mich auf das Bewusstsein gebracht hat, weißt du? Werde dir bewusst, dass du bewusst wirst. Und durch dieses Bewusstseinstechniken habe ich ja zum ersten Mal aufgehört mit Zigaretten. Ja, stimmt. Ja. Hast du mir beigebracht, wie ich die Zigaretten bewusst rauchen soll, dass ich sie aufnehme, dran rieche, einfach wahrnehme, was wir machen. Wir rauchen ja unbewusst. Und dann habe ich gesagt, wow, krass. Ich habe nach einem Monat dann aufgehört. Ich habe so circa 15 Zigaretten geraucht und dann nach einer Woche wurden es 7, dann 5, dann 3, 2, und weil ich so bei einer war, habe ich gesagt, ich brauche das nicht. Ja? Und dann waren die nächsten Themen dann Alkohol und all die anderen Sachen. Das können wir dann auch später vielleicht reingehen, wie ich das gelöst habe.
Aber allgemein hast du mir dort wirklich das Feld geöffnet. Und ich habe ja auch schon vor dir meditiert, aber dann haben wir zusammen auch diese stille Meditation angeschaut. Und dann habe ich mir, das mit dem Veganismus war bei mir auch ein Prozess. Ich habe mich vor dir, habe ich mal versucht, vegan, wo ich den Hype gesehen habe über vegan, habe gesagt, komm, ich probiere das auch mal. Aber die Lust war da. Also meine Kinder essen Steak. Wir hatten so eine Tradition damals, dass wir einmal die Woche in ein geiles Steakhouse gehen und dann T-Bone und all das ganze Wagyu Beef. Und ich habe dann nicht sofort vegan gemacht, sondern ich habe einfach gesagt, ich höre auf mit Fleisch, so wie Pescatarier. Ja. Aber wo die Kinder das Fleisch gegessen haben, ich habe gesagt, okay, ich will nicht, aber die Lust, die war da. Ich wollte da reinbeißen. Das war da. So. Ja. Und ich habe es immer noch verstanden. So. Und das heißt, ich wollte eigentlich aufhören, aber nicht ohne zu verstehen, warum ich das eigentlich machen wollte. War mehr so wie eine Mode erscheinen. Ja, es war so von wie von außen. Genau. Nicht von innen heraus. Genau, genau. Ja, ja. Und dann ja. habe ich ja den Weg langsam gemacht und dann kamst du. Und du warst ja schon länger Zeit, bist ja länger Zeit vegan. Und dann hast du mir geile Tipps gegeben, hast mir Erklärungen gegeben. Weil bei mir war der größte Gamechanger, oh fuck, wo ist was drin, wo ist Milch? Ja. Das war für mich schwieriger, als 9 Firmen zu führen mit 200 Mitarbeitern. Ja. Weil ich werde dann nervös, Nervosität, weißt du? Und, ja, das Neue, jetzt muss ich reinfuchsen, muss ich darüber informieren, was kannst du denn jetzt essen? Und es ist immer so, wenn du in eine neue Welt kommst. Ich komme aus dem Balkan, ja. aus Serbien, also wir sind Fleischfresser. Ja. Bei uns bei jeder Veranstaltung, Lamm am Spieß, Schwein am Spieß. Mein Schwiegervater denkt immer noch, ich bin krank. Also weißt du, du kannst dort nicht bei jedem einfach sagen, ich bin vegan. Dann denken die, bist du schwul, bist du krank, was ist mit dir los? Die verbindet, die andere assoziiert, Welt. Die assoziieren andere das Welt. Dann. Ne? Belgrad geht zur Hauptstadt, ja, Leute offen, aber gehst du weiter in den Süden, dann kannst du nicht bringen. Also dort, ich habe jetzt auch gelernt, wie ich mit den Leuten umgehe. Dann sage ich einfach, ja, ich habe Blutwerte abgegeben, der Arzt hat gesagt, ich darf kein Fleisch mehr essen. Oh, okay, super, geil. Also, ja. Und dann beende ich das Gespräch. Menschen, die offen sind, dem erkläre ich halt die wahren Gründe. Was ich damit sagen will, ist, mit dem ganzen Bewusstsein bin ich immer tiefer und tiefer in diese Welt, Tierwelt reingegangen und auch durch deine Unterstützung, diesen Tipps. Und wo ich aber ich wurde ja Pescetarier, habe aufgehört mit Fleisch Quasi und noch. Fisch gegessen. Und ja, ich nenne es jetzt mal meine Erleuchtung oder wie auch immer, wo ich dann mit der Tierwelt in Kontakt, in Berührung gekommen bin. Das war bei einer Zeremonie, die ich machen durfte. Was war das für eine Zeremonie? Eine Ayahuasca-Zeremonie. Ja. Und dort habe ich dann zum ersten Mal, bin ich in Kontakt mit der Tierwelt gekommen. Ich habe immer gewusst, dass Tiere Emotionen haben. Ist ja klar, die lassen Tränen. Und siehst du, ja. Das ja. sieht man, das merkt In Afrika weißt du noch, die Elefanten, die am Weinen waren. So. Ja. Und, aber ich habe nicht verstanden, dass ein Tier eine Seele hat. Hm. Und bei dieser Ayahuasca-Zeremonie bin ich dann in die Tiere rein. Also ich habe auch Jesus dort gesehen. Ja. Und der war dann mit diesen Tieren. Erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass es dieses Bibelbild gibt, wo er mit diesen Tieren am Baum sitzt. Vielleicht war das bei mir irgendwo unbewusst. Aber ich habe gesehen und da habe ich mich so connected. Und das hat mir zu verstehen gegeben, dass diese Tiere eine Seele haben. Und, was hast du so wahrnehmen Ich habe das richtig wahrgenommen. Und ich habe auch wahrgenommen, dass es mir oder eigentlich vielen Menschen nicht gut tut. Vor allem auch die Massentierhaltung und alles. Dass wir einfach ohne Respekt, ohne Würde, ohne Demut die Tiere einfach schlachten und essen. Und da habe ich für mich entschlossen und habe gesagt, hey, jetzt aus Überzeugung, nein. Mhm. So. Und dann wurde ich vegan. Das, und, ja, und, ja. Spannend, was du sagst. Genau. Und auf deine Frage zurückzukommen wegen dem Auto. Ja. Klar, habe ich ab und zu, überlege ich mir das. Aber mein Bewusstsein ist jetzt noch nicht auf das ausgerichtet. Ja, klar. Ich gehe den Weg noch nicht, dass ich mir jetzt so krass beschäftige. Du weißt, ich habe Stiftungen. Ja. Ich unterstütze über 100 Familien. Und manchmal, klar, kommt sowas. Und dann denke ich mir, okay, in meiner Welt, ich verschmutze ein bisschen zu hart die Umwelt, aber auf der anderen Seite helfe ich so vielen anderen Menschen und finde für mich dort, ehrlich gesagt, den Ausgleich. Mhm. Ist aber keine Ausrede. Ich habe mich, ehrlich gesagt, noch nicht damit auseinandergesetzt. Ja. Nee, ich sage das auch gar nicht so in einer vorwurfsvollen Haltung, weißt du, weil das siehst du ja immer wieder hier in Deutschland, Schweiz und überall auf der Welt, dass die Leute dann kommen und mit dem Finger auf dich zeigen. Weißt du, das finde ich, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das macht auch gar keinen Sinn, weil wir alle haben irgendwo unsere Themen, sehen bestimmte Sachen nicht, bestimmte Sachen sind für uns wichtig und bestimmte Sachen vielleicht noch nicht wichtig. Und du hast es so schön gesagt, als diese
Transformation passiert ist oder jetzt auch in der Ernährung, das war etwas von innen nach außen. Du hast für dich die Erfahrung gemacht. Klick. Und dann hat es bei dir Klick gemacht. Mhm. Das kann niemand von außen kommen und sagen, hey, das und das und das, schau dir das mal an. Ja, kannst du das anschauen, natürlich. Aber es muss für dich von innen herauskommen. Und dann ist es stark genug. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute sich irgendwelche Ziele setzen, aber dann diese Ziele gar nicht erreichen, weil es nicht die Ziele von innen sind, von innen heraus, sondern es kommt irgendwo von außen. Und dann fragen sie sich, warum komme ich meinen Zielen nicht näher? Ja, weil es vielleicht gar nicht deine Ziele sind. Genau, deswegen bin ich auch den Weg Lanzen gegangen, Pescatarier und dann Vegetarier zuerst und dann vegan, weil ich wollte auch nicht so radikal, weil ich wollte das verstehen. Es hat genau das gefehlt. Ja. Und genau, das Krasse war eigentlich, genau, Pescatarier und dann Vegetarier. Und ich habe nie verstanden, du hast es mir zwar mehrmals erklärt, ich habe es gelesen, warum keine Milch und warum keine Eier. Und dann, das war die zweite Ayahuasca-Zeremonie dann, wo ich gemacht habe. Und da bin ich dann wirklich in die Kuh rein. Ja, ja, okay. Also klar, das krass. Hört sich jetzt vielleicht, aber ich erzähle jetzt einfach. Ich bin in die Kuh rein und habe ich gesehen, wie das Ganze schleimig verarbeitet wird. Und sie hat mir gesagt, hey, das ist nur für mein Baby. Und ihr seid die einzige Spezies, die sich die Frechheit nimmt, das einfach zu trinken. Das ist nicht für euch gemacht, das ist schädlich. Und dann war bei mir wieder Klick. Und das, was mit den Hühnern, das will ich jetzt nicht erzählen, das geht dann zu hart. Ja. Aber dann, da war bei mir dann, boom, okay, jetzt 100% vegan. Krass. Ja, in so verschiedenen, in veränderten Bewusstseinszuständen, in die man eintaucht, sei es jetzt durch Meditation oder durch Pflanzenmedizin, wie Ayahuasca, wie du es jetzt beschrieben hast, da können schon viele Prozesse in Gang kommen und da kann man schon bestimmte Sachen wahrnehmen und sehen. Für die Leute, die das noch nicht kennen, klingt das immer so Hokuspokus, Papier, aber es ist halt, ich sage immer, schon wenn du die Erfahrung noch nicht gemacht hast, dann kannst du nicht dich an der Interpretation von diesen Erfahrungen beteiligen. Genau. Weißt du, weil es fehlt dir dann einfach. Unmöglich. Aber ich will, bevor wir dort nochmal reinsteigen, weil das interessiert mich natürlich auch, weil es war ja auch bei dir ein krasser Change in deiner Entwicklung, die Erfahrung gemacht zu haben mit psychedelischen Substanzen. Mhm. Lass uns das mal kurz auf die Seite legen, weil was mich interessiert und bestimmt die Leute hier auch, die noch nie was von dir gehört haben, außer die Amoderation von mir, wie würdest du einem sechsjährigen Kind erklären, was du machst? Weil ich nehme dich wahr als jemand, der unglaublich umsetzungsstark ist. Das ist brutal, wie du Dinge umsetzt, verschiedene Unternehmen aufgebaut, du hast Stiftungen, wie du Menschen hilfst. Da kommt einfach eine unglaubliche Umsetzungspower bei dir zum Ausdruck. Das ist das, was ich bei dir wahrnehme. Das ist eine Stärke von dir, so sehe ich es. Ja? Ja. Wie würdest du beschreiben, was machst du? Um jetzt mal so auf die wichtigsten Punkte zu kommen. Du machst sehr viel, aber was... Das wird jetzt sehr sprengen. Was ist das, was du machst? Ich bin Multiunternehmer, ja? Ich bin Multiunternehmer. Ich habe mehrere Firmen, aber ich habe jedoch durch die ganzen Prozesse von den letzten 3 Jahren, soll ich mich verändern, habe ich meine wahre Berufung gefunden. Ich habe gesehen, dass all das, was mir in meinem Leben widerfahren ist und mir widerfahren durfte, dass das ein Weg ist, ein Prozess ist. Und ich möchte gegen außen gehen und ich möchte Menschen, die genau wie ich auf der linken Seite des Lebens standen, mit Gewalt, mit Wut, mit Süchten, mit Herausforderungen, Kriminalität, zeigen, dass es auch Wege gibt, wie man das auch anders machen kann. Also das lebe ich auf der rechten Seite und meine Berufung ist es, in der Mitte mich zu bewegen und Menschen von links nach rechts zu ziehen. Das ist auch jetzt etwas, wo ich für mich auch Neuland ist, wegen Social Media. Ja, habe ich gesehen. Ja, ist auch ein YouTube-Channel, Instagram-Channel. Instagram, genau, da drehen wir Videos. Ist für mich ziemlich Neuland. Du weißt, ich hatte nicht mal ein Handy, bevor wir uns kennengelernt haben. Ja. Und ich möchte einfach den Menschen auch Plattformen bieten, Möglichkeiten geben, dass sie sich auch von Grund auf verändern können. Mega, ja, cool. Ja. Und das ist ja auch so, das ist dein neues Baby, was du gerade am Aufbauen bist. Genau. Da bist du mittendrin, bist dadurch auch viel am Rumreisen, du organisierst Retreats. Und vielleicht noch mal kurz zu dem Punkt, weil wo hast du für dich erkannt, was war das für ein Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, ich möchte diese Retreats zur Verfügung stellen, ich möchte diese Räume kreieren. War das auch bei einer Zeremonie, wo du die Power von Ayahuasca erfahren hast? Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema. Aber war das so,
So in etwa. Ja. So in etwa. Also es war so, wo ich 2019 habe ich die erste Zeremonie gemacht. Das war nur eine Nacht. Und ich habe mal vor 7 Jahren, weiß ich, lese ja auch viel, Tim Ferriss, habe ich gelesen. Und ja. Tim Ferriss ist ja auch ein bekennender Ayahuasca-Befürworter. Und hab ich habe schon damals gegoogelt. Und dann, wo ich das, dieses Erbrechen gesehen habe oder irgendwelche so Berichte, da habe ich gedacht, oh nee, das ist eine Ami-Droge, eine Sekte, ja. Ich will damit nichts zu tun haben. Und dann haben, weißt du noch, wir zusammen. Ja, du, deine allererste Ayahuasca-Zeremonie war, glaube ich, mit mir, ne? Ganz genau. Ja, ja. Ganz genau. Du hast mich ja in der Zeit gecoacht. Ja, ich war in diesem 6-monatigen Private Coaching, was legendär war. Ja. Und dann hast du gesagt, in einer Waldhütte, eine Ayahuasca-Zeremonie, wärst du dabei. Und dann kam ich, na. Und das ist mir natürlich schön erklärt. Und da bin ich hingegangen. Wir waren ja auch ziemlich wenig Leute. Mhm. Und ich habe. Aber private. Und zwar private. Und es war nur eine Nacht. Und ich habe in dieser einen Nacht, habe ich gesehen, ich meine, mein Vater war sehr gewalttätig, hat meine Mutter mehrfach geschlagen, erniedrigt, misshandelt, uns Kinder, die ganze Familie. Und das sind tiefe Traumata in mir drin. Und an vieles kann ich mich erinnern. Doch ich habe bei Ayahuasca-Trinken gesehen, was mir mit 1-2 Jahren widerfahren ist. Und was mir sogar noch im Bauch meiner Mutter widerfahren ist, weil sie wollte mich abtreiben. Und dann Das hast du in der Zeremonie erfahren. Wow. Das war übel. Ich habe geweint und geschrien. Und ich wollte raus aus meinem Körper, habe mich da auch nackt ausgezogen. Mhm. Und dort habe ich dann, aber dann später erkannt, die Medizin spricht ja zu dir und zeigt dich. Ja, was auch immer spricht, aber genau, es ist genau, eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis. Und es hat mir zu verstehen gegeben, dass das ein Geschenk war, was mir widerfahren ist, was meiner Mutter widerfahren ist, meinem Bruder. Und dann kam die Heilung, die Auflösung. Das heißt, ich habe dann verstanden, warum mein Vater das gemacht hat, was ihm widerfahren ist. Und ich konnte die ganzen Traumata auflösen. Also das Schlimmste, sagen wir so. Ja. Ich habe dann weitergemacht. Und die Moral von der Geschichte war, ich bin dann, wir haben zuerst ein schön essen gegangen, dann waren weg. Und ich hatte ein Alkoholproblem. Also ich habe viel getrunken. Ich trinke seit ich 13 bin. Und habe immer eben gesagt, hey, ich bin Genusstrinker. Also weißt du, ich trinke teure Weine, teure Single Malts. Also Alkoholiker ist für mich derjenige, der sich auf den Straßen wälzt. Und diese Penner, also ich bin Genusstrinker. Also weißt du? Bei dir im Büro, ne? Ich habe das mir mal erzählt. Du hast mir mal erzählt, dass ich kann mich noch erinnern an diese Geschichte. Ich kann es gerne mal sagen. Ja, erzähl mal die Geschichte. Wir gehen Kunden, also ich habe viele Kunden. Und dann gehen wir zum Italiener, wir machen eine Flasche Wein auf. Wir trinken nicht, also wirklich da nicht viel. So eine Flasche, jeder hat so, sagen wir so 1-2 Dezi, dann noch ein Grappa. Aber das war dann bei mir Intus. Und dann gehe ich ins Büro zurück, 14 Uhr, 15 Uhr. Und dann schaue ich die Whiskys an und denke mir, okay, einen nehme ich. Die im Büro stehen. Ja, weil ich, weißt du, sobald ich den Alkohol in mir hatte, ja, habe ich immer Lust gehabt nach mehr. Wow. Und dann natürlich singen. Und die sind alle so 40, 50, 60 Grad Stärke. Ich habe immer gerne stärkere Sachen getrunken. Und ja, beim Einschenken lasse ich es mir auch gut gehen. Ich schaue nicht. Habe ich mir einen Doppelten genommen. Da habe ich getrunken. Aber ich war immer aktiv. Ich habe Sales gemacht, die Leute motiviert, bin da reingegangen. Aber immer Intus. So sicherlich 3, 4, 5, 6 Gläser. Dann gehe ich nach Hause und bevor ich nach Hause gehe, weil meine Frau trinkt nicht gerne und ich überzeuge, sie so, hey Schatz, wir haben einen schönen Weinkeller und alles und so, aber ich könnte noch einen Wein mitnehmen, ich habe da was gesagt. Und sie so, nein, ich will so, doch, wir machen das schön. Weißt du, das ist mir erst so bewusst, wie ich das alles manipuliert habe. Und dann gehen wir nach Hause, wir öffnen eine Flasche Rotwein beim Essen, sie nimmt ein Glas, ich trinke die andere Flasche. Und ich war nicht besoffen in Art, dass ich aggressiv bin, dass ich mich prügeln wollte, aber beim Reden, weißt du, ich wollte das letzte Wort haben, Dominanz, Ego kam aus mir raus, weißt du, Stolz. Und so ging das Jahre. Serbien noch schlimmer, weißt du, ich habe dort ein Callcenter und dort hat die Sekretärin mir, weißt du, morgens früh um 8, 9 Uhr bringt sie Kaffee und Schnäpschen. Das ist bei uns auch so Tradition. Du trinkst den Schnaps überall. Dann das Schnäpschen 1 und 2 und 3. Und ich habe das erst jetzt so, wenn ich nüchtern bewusst bin, letztens mal so reflektiert, was ich eigentlich getrunken habe. Also nicht jeden Tag, aber wenn ich so Orte war. Bestimmt vormittags 7, 8 Schnäpschen. So. Und dann Mittagessen. Beim Mittagessen haben wir auch Aperol Schnäpschen genommen und dann Bier oder Wein. Ich habe Wein genommen, weil ich nie ein Biertrinker war. Und dann sind wir wieder zurück ins Büro.
Und dann halt die Leute motivieren, chaga chaga, weißt du, Power Sales, Gespräche vormachen, nochmal 5, 6, 7 und dann Abendessen, dann richtig schön mit 2, 3 Flaschen Rotwein. Und dann nach dem Essen, wenn das Dessert kommt, dann habe ich immer gerne Schnäpse gehabt. Und dann gehe ich ins Hotel und die Leute kennen mich unter die Barkeeper und sagen, hey Milan, komm, 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 wie geht's dir? Und dann entweder Single Malt oder halt ein Cocktail, 2 Cocktails. Und dann bin ich so ins Bett, hab geschlafen, morgens aufgestanden und wieder und wieder. Und wenn ich das zusammenrechne, hey, das waren so irgendwie 1,5 Liter. Also weißt du, starker Alkohol, 1 Liter und so Wein, 2, 3 Liter. Aber ich war da, ich war präsent. Ich bin Geschäftsmann, ich bin kein Alkoholiker. Aha, das war das, was du dir eingelebt hast. Seine Identität war nicht als der Alkoholiker, nein, sondern als der erfolgreiche Geschäftsmann. Ja. Klar, weil du hast ja auch viel Geld verdient und alles lief ja so. Wenn meine Frau mir gesagt hat, hey, Schatz, du trinkst so viel. Was? Dann bin ich ausgeflippt. Ich trinke doch nicht viel. Schau den an. Da habe ich immer Vergleiche gesucht. Ja. Wie jetzt, wenn ich mit Kumpel, ich trinke ja seit, Gott sei Dank, seit 3,5 Jahren nicht mehr. Wenn ich mit meinen Freunden rede, die reden genauso wie ich damals. Genau das Gleiche. Das ist der Mechanismus. Genau. Selbstschutzmechanismus. Genau, und dann bin ich, um das Thema abzuspecken, bin ich nach Hause. Ich hatte gar kein Bedürfnis nach Alkohol, nach dieser Ayahuasca-Zeremonie. Nach 14 Tagen treffe ich mich wieder mit Geschäftsleuten, wieder beim Italiener, Flasche Tignanello. Und ich wollte gar nicht, aber der Kellner hat mir auch ein Glas reingetan. Ich schwör's dir, ich habe, das Bouquet war da, der Geschmack, boah, weißt du, alles gut. Runtergeschluckt, ich schwör's dir, ein Schluck, das glaubt mir kein Mensch. Ein Schluck, ich habe 100 Mal davor aufgehört. Ich habe einmal ein Jahr aufgehört mit Alkohol. Ich konnte danach fließend weiter trinken. Und dann habe ich diesen einen Schluck genommen, runtergeschluckt, weitergeredet und dann hat es angefangen zu. Das war so wie Kribbeln, weißt du? Aha. Und so, und es hat mich so. Und ich so dachte, was ist das? Muss ich kotzen? Nein, ich gehe auf die Toilette, setz mich da hin. So, was ist das? Was ist das? Weißt du, und das vibriert und schlägt noch so, weißt du? Aha. Und ich so, was ist das? Dann habe ich den Schamanen angerufen, so einen Freund. Und dann habe ich, habe ich gesagt, hey, ist das normal? Und dann angefangen zu lachen und sagt, ja, dein Körper hat dieses Gift absorbiert. Du hast ja so oft dort erbrochen. Du hast das, die ganze Energie, das ganze Traumata, was verbunden war mit diesem Alkohol, hast du alles rausgelassen. Das heißt, dein Körper hat das absorbiert. Du wirst nie wieder Alkohol aufnehmen können. Da habe ich mich angeschaut im Spiegel und gesagt, Halleluja. Ja, wirklich, Halleluja. Geheilt, ja, wirklich. Ja. Und dann habe ich gesagt, wow, wenn das möglich ist, was ich dort erlebt habe, das will ich in der Tiefe erforschen. Und dann habe ich, wie du weißt, mich auf den Weg gemacht. Mhm. Ich habe die besten Retreats, Kolumbien, Peru, Costa Rica, Spanien, Portugal. Ich bin überall, wo ich gehört habe, es gibt das Beste vom Besten und der krasseste Schamane, bin ich hingereist. Und ich habe mitgetrunken. So, und weil ich wollte mehr erfahren, ich wollte mehr in die Tiefe gehen. Also lass uns ganz kurz nochmal, für die Leute, die nicht wissen, was Ayahuasca ist, ja, könnt ihr auch mal googeln und so, aber es ist eine Liliane, die kommt aus dem Dschungel, aus dem Amazonas. Und die, da macht man so, das ist man kocht die, ja, vielleicht hast du das. Eine Baumrinde eigentlich, ja, die Liliane, genau. Die wird dann zerhackt, die ist ja so dick. Und dann gibt es 2 Pflanzen. Das Faszinierende ist, ich meine, in Amazonas gibt es über 100.000 verschiedene Pflanzen. Aber nur diese 2, in Kombination mit diesen 2, weil die eine hat ja DMT drin. Und mit dieser Baumrinde wird das eigentlich mit Wasser, wird das gekocht. Keine Chemie, keine Zusätze, nichts. Die Schamanen beten dazu, machen da ihre Rituale 24 Stunden, während dem das gekocht wird. Und so entsteht das Ganze. Es ist ein Gebräu, ein Getränk. Du trinkst, ja. Es schmeckt widerlich, muss man sagen. Also es schmeckt widerlich. Schmeckt nicht geil, ne? Ja. Und, ja. Aber es hat eine Power, ja. Es hat definitiv eine Power. Was ich auch spannend finde, ist, dass es diese Sucht reingebracht und diese Traumata. Sehr offensichtlich bei dir sind viele Sachen passiert in der Kindheit, die weiß ich ja alle auch durch unsere Arbeit zusammen. Und dein Vater bringt dir auch ganz viele Traumata mit. Das ist auch transgenerational. Das Großvater, heißt, Urgroßvater. Krieg dort unten in Serbien, ja, Krieg erfahren. Ja. Und das ist war immer noch irgendwo dann in dir drin. Mhm. Und durch die Arbeit, aber durch dann vor allem auch die Medizin, durch das Ayahuasca, konnte das nochmal wie gesehen werden, durchlebt werden, durchfühlt werden. Genau. Und auf verschiedenen Ebenen, ja nicht nur kognitiv, weil manchmal, weißt du, manchmal hilft es ja schon, wenn du weißt, ah, okay, damals
in meiner Kindheit ist das und das passiert und darum spüre ich heute das und das. Und man versteht es auf einer kognitiven Ebene. Es hilft manchmal auch, wenn man das Verständnis hat, was Traumata ist und wie das in dein Leben kommt. Aber was viel effektiver auch nochmal ist, ist, wenn du das unter Umständen nochmal nachfühlen kannst. Mhm. Es ist zwar sehr oft natürlich mit unangenehmen Gefühlen auch verbunden, du hast es gesagt, oder da war Wut vielleicht, Traurigkeit, mhm. Scham, Ohnmacht. Aber wenn der Raum dafür da ist, in dem das nochmal erlebt werden kann, dann kann es integriert werden in dein System und dann kann es geheilt werden. Absolut. Ja. Es geht auch mit Meditation. Ja. Es geht mit verschiedenen Atemübungen. Verschiedene Möglichkeiten. Ja. Also Ayahuasca ist eins von hunderten Hilfsmitteln. Mir persönlich hat das halt für mich gepasst. Und dann bin ich halt herumgereist überall und ich habe ein Trauma dann nach dem anderen losgelassen. Verrückte Geschichten auch gesehen, vorherige Leben, alles Mögliche. Mhm. Und spannend auch, weil ich habe mit meinem Vater nie guten Kontakt gehabt. Du weißt ja auch, er ist auch dieses Jahr gestorben. Und ich hatte immer schlechte Erinnerungen an ihn. Ja. Und ich dachte, ich habe nie was Positives von ihm. Und dann in einer Session habe ich wirklich gesehen, dass er mich geliebt hat und dass ich viele Eigenschaften, positive von ihm habe. Und habe ich auch gesehen, was er mir alles beigebracht hat. Und das waren Sachen, die ich unterdrückt habe und die ich gar nicht wahrgenommen habe durch das Negative. Und das hat bei mir wirklich totale Heilung gegeben. Also ich muss manchmal auch immer wieder weinen, wenn ich daran denke, weil das auch so schön ist für mich. Ja. Und den Ruf, das anderen Menschen näher beizubringen und Plattformen dafür zu kreieren, der entstand letztes Jahr im Januar. Mhm. Da habe ich die Vision gesehen, dass ich in die Öffentlichkeit gehen möchte und darüber sprechen möchte. Mhm. Und du weißt, also, für mich ist es nicht üblich, über Gefühle zu sprechen, nicht mal zu Hause damals vor 3-4 Jahren, geschweige denn wegen welchen Menschen, dann werden Leute auf mich zukommen, du weißt ja, was für Businesses ich alles mache, ich werde Kunden verlieren, da waren Ängste da. Und ja. Ich habe das nicht nur mit Ayahuasca, auch mit Meditation, mit Coachings, haben gute Leute mich gecoacht, dass ich mich auch traue, in die Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu sprechen. Und so kam das dann. Das ist auch ganz interessant, was du jetzt gerade hier sagst, weil es ist ja auch so ein Ding, weißt du, ich finde das Gespräch heute richtig wertvoll. Ich hoffe, dass viele Menschen daraus etwas ziehen können, weil ich kenne so viele Menschen, die eigentlich gerne ein Projekt nach vorne bringen möchten. Und ein Weg, um ein Projekt nach vorne zu bringen, ist natürlich die Sichtbarkeit. Du musst rausgehen mit deiner Idee, du musst dich zeigen. Hose runterziehen. Und wir haben in unserer Gesellschaft, was ich auch immer mehr und mehr beobachte, weil du weißt, ich beschäftige mich auch sehr in den Tiefen mit Traumata, mit unseren Wunden, die wir haben, weil ich einfach für mich erkannt habe, hey, da muss ich tiefer, da bin ich tiefer rein, ich studiere das Ganze, ja, wie ein Verrückter. Ich weiß. So. Doktor. Und was eben auch spannend ist, dass viele Menschen heutzutage ein Problem haben mit ihrem Selbstwertgefühl. Das heißt, dass sie irgendwo in der Tiefe sich nicht wertvoll genug fühlen. Weißt du, nicht richtig so, wie sie sind. Mhm. Und das hat ganz viel mit unserer Gesellschaft zu tun, in der wir aufgewachsen sind. Nur ein Beispiel. Vor noch 10 Jahren war es zum Beispiel ganz natürlich, dass wenn ein Baby geschrien hat, dass man geglaubt hat, man muss das Baby einfach nur schreien lassen. Und in Fachliteraturbüchern stand das, Ärzte haben das empfohlen, wenn ein Baby schreit, du musst nicht hingehen, sondern lässt es einfach schreien. So, und was passiert ist, das Baby schreit und was es eigentlich will, es will gesehen werden, es will Aufmerksamkeit, es will Liebe von den Eltern. Dann hört es auf. Genau, ja, muss nicht unbedingt aufhören, aber zumindest, dass man dem Baby sagt, hey, ich bin hier, ich sehe dich, ich liebe dich, ich bin hier, egal ob du weinst, schreist, lachst, ich liebe dich genauso, wie du bist. Mhm. Und man hat genau das Gegenteil gemacht, man hat die Babys einfach schreien lassen. Und was passiert? Das Baby denkt, hey, niemand kommt, es zieht die Aufmerksamkeit mehr nach innen, ja, aus eigener Schutz, es zieht sich in sich hinein. Krass. Und das Baby kann ja nicht wissen, ah, okay, mein Vater und meine Mutter, die glauben einfach, dass das die richtige Strategie ist, sondern was das Baby, keinen Verstand mehr. Genau, das Baby irgendwann, ja, wird es dann 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, 6 Jahre und dann, was passiert? Es glaubt einfach, hey, ich bin nicht wertvoll genug, ich bin nicht liebenswürdig, weil ich schreie, niemand kommt, also bin ich nicht liebenswürdig. Und das hat natürlich einen krassen Impact auf dein Selbstwertgefühl. Und dein Selbstwertgefühl ist ein Gefühl, über das du richtig bist, so wie du bist, dass du
dass du liebenswert bist, dass du dich wertvoll fühlst. Und das ist das Epizentrum von auch von Selbstvertrauen. Ja, weißt du, von rausgehen, von Projekte aufbauen. Und bei vielen Menschen heutzutage, unter anderem wegen dem, aber auch wegen ganz anderen Geschichten in der Gesellschaft, fehlt das vielen Leuten. Sie fühlen sich in der Tiefe nicht richtig so, wie sie sind. Nicht wirklich wertvoll, wie sie sind. Nicht gesehen. Ja, nicht gesehen. So, ihr Verstand, das ist das passiert nicht auf der mentalen Ebene, es sitzt tiefer. Weißt du, du kannst nämlich dir schon sagen, hey. Okay, aber denkst du, ist das jetzt wirklich nur im Schein oder dann auch in den dritten, vierten? Ganz Film? Viele verschiedene, ja. Verschiedene Sachen. Das war nur ein Beispiel, ja? Eine Dynamik. Und weil viele Leute eben dann auch, wenn wir das weiterschauen, ist es ja dann natürlich so, dass viele Leute Schwierigkeiten haben, mit rauszugehen. Ja, mich Instagram, ja. YouTube-Kanal aufzumachen oder auch sonst eine Präsentation zu halten, mit deiner Stimme rauszugehen, von Menschen zu sprechen. Aber nicht nur das. Auch wenn du zum Beispiel in einem Beruf bist und du bist mit deinem Chef und Vorgesetzten und anderen Mitarbeitern sind im Raum und ihr diskutiert über ein Thema, dann oft ist es so, dass jemand eigentlich etwas sagen möchte, aber hat Angst, dass er etwas Falsches sagt und dass er dann schlecht bewertet wird. Ja. Wird man nicht auslachen. Genau, und das Epizentrum davon ist immer das Selbstwertgefühl. Und da bist du auch durch, weil in der Tiefe, oder? Wir haben ja miteinander gearbeitet, du bist ein super erfolgreicher Mensch, aber lange in der Tiefe hast du geglaubt, dass du nicht wirklich gut genug bist, so wie du bist, dass du nicht wertvoll bist. Und das war dann auch einer der Gründe, warum du überhaupt diese Businesses auch aufgebaut hast. Das heißt, es kann ja auch in eine gute Entwicklung gehen, weil du wolltest dir und deinem Vater beweisen, dass du gut genug bist. Ja, aber auch anderen, aber irgendwann wird es dann selbstzerstörerisch. Ja. Und da bist du auch durch, dass du gesagt hast, hey, ja, ich gehe jetzt raus und wie du sagst, du nimmst wahr, dass Menschen, die dich kennen, vielleicht Verwandte, Freunde, ja. Ja, aber es kommen dafür auch neue. Genau, das wollte ich jetzt fragen, ja, wie nimmst du das denn wahr so jetzt? Was passiert da so? Ich lerne so wundervolle Menschen kennen zurzeit, auch Top-Unternehmer, weißt du, wo ich niemals geglaubt hätte, dass der Typ offen ist, über Spiritualität zu sprechen, was auch eine fette Karre, Rolex-Uhr, dachte ich, okay, ja. Und der kommt dann und sagt, hey, ich mache auch Meditation, ich mache auch Yoga, dann nehme ich ihn mit zu Ayahuasca, boom. Weißt du, da entstehen richtig geile Freundschaften, aber auch von den Teilnehmern, weil ich ziehe Unternehmer an. Mhm. Unternehmer und die Leute, Unternehmer fühlen sich mehr angesprochen und die kommen dann und da entstehen wirklich so tiefe Freundschaften, aber auch Netzwerke. Weißt du, bei mir auf den Retreats kommen auch Unternehmen, die tauschen sich auch gegenseitig aus. Und da entstehen Freundschaften. Ich begleite ja die Leute auch danach. Mhm. Dass sie nicht so Ayahuasca nehmen und sagen, hey, danke, tschüss und komm doch wieder mal. Sehr wichtig. Das ist die Integration. Genau. Ja. Wir bauen das auf mit der Schamanin. Wir machen Zoom-Calls alle 2 Wochen. Die Leute können 24/7 mich anrufen. Ich bin für die da, die in der Schweiz, die in der Nähe sind. Mit denen gehe ich essen. Ich gehe sie betreuen. Und weißt du, das ist sehr wichtig, weil die Arbeit beginnt eigentlich danach. Ja. Und ja, spannend. Finde ich auch super wichtig, weil es gibt genug. Es ist auch so ein bisschen im Hype und es gibt genug Leute, die das einfach so 1-2 Nächte machen und dann keine richtige Vorarbeit, keine richtige Integration. Mhm. Und das ist dann auch nicht geil. Weil so eine Zeremonie zu machen, ja, so in veränderte Bewusstseinszustände zu gehen, ist das eine, aber die Integration das andere. Aber auch weil die Arbeit beginnt ja erst danach, weil jetzt heißt es, okay, was machst du jetzt damit? Wenn du jetzt, sagen wir, du hast einen krassen Zustand erlebt, wo du gemerkt hast, hey, du bist gar nicht so getrennt von diesem Universum, sondern zwischen mir und dir und zwischen all dem, da gibt es vielleicht gar nicht so eine krasse Trennung, wenn du das so mal erfahren hast, durch Meditation, aber vor allem jetzt sprechen wir über so psychedelische Substanzen. Mhm. Okay, nice, cool, ja, wenn du das erfahren hast, aber was machst du jetzt damit? Ja, was machst du jetzt in deinem Leben damit? So, und das ist wieder die Umsetzung. Genau. Das ist ja genau das mit Verkaufsseminaren, Motivationsseminaren oder mein Buch bei dir ist Mentoring und du zeigst ihn, begleitest ihn mehrere Monate, aber jetzt ist er dann irgendwo da, ich muss da was selber machen, ich muss die PS auf die Straße bringen. Genau. Und da kacken dann die meisten Leute ab. Ja, viele kacken ab. Genau. Ja. Und weißt du, was ist auch wichtig bei diesen Zeremonien? Wie wird das angeleitet? Was für Menschen kümmern sich um dich? Also wir haben wenn ich manchmal höre, es gibt Dutzende Leute, die bieten Zeremonien in 2-3,5 Zimmerwohnungen an, irgendwo in Berlin, in Deutschland, überall. Ja, 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 überall, ja, schon gesehen. Weißt du, und
da ist ein Typ und der ist kein Schamane, der hat das nie gelernt und der macht das. Du kannst auch Schaden verursachen. Dass wir wirklich gute Räume mit die Schamanen haben über 10, 25 Jahre Erfahrung. Dann haben wir auch Psychologen am Start, auch einen Arzt. Ja. Wir haben einen Arzt anwesend, das heißt ein Doktor für Allgemeinmedizin, stellt einen riesen Koffer dort, falls irgendwas ist. Aber es ist auch meistens ist nie was vorgekommen. Und ich gehe davon aus, es wird auch nie was sein. Jedoch für die Menschen, für die, nur zu wissen, hey, ich habe hier Sicherheit. Das ist wichtig. Ja, das ist ja. Das du musst ja einen Raum kreieren, in dem sich Menschen sicher fühlen. Mhm. Wenn sie sich sicher fühlen, dann können sie sich auch mehr öffnen und dann passieren viele Dinge. Auf jeden Fall. Ja, das, was du gesagt hast, ist, dass nachher viele im Seminar sind oder irgendwo im Coaching und dann gehen dann raus und dann fallen sie wieder zurück in alte Muster. Das liegt halt hauptsächlich daran, weil sie keine Systeme in ihrem Leben haben, die dafür sorgen, dass sie gar nicht mehr rausfallen. Weißt du, mit Systemen meine ich zum Beispiel Praktiken, Routinen. Mhm. Ja, das sind dann die Systeme, die du implementierst, oder? Mhm. Und ich denke, das ist ja auch super wichtig, sicher immer wieder bei dir, dass du dann wirklich deine Routine veränderst, wenn du wieder merkst, etwas tut dir gut, dann nimmst du etwas raus, etwas Neues nimmst du dazu. Mhm. Und damit verändert sich ja, damit veränderst du dich dann auch langfristig, weil das System da ist. Es ist ja, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, mach 30 Tage immer dasselbe und dann geht es in deine Gewohnheit, wird zur Gewohnheit. Was auch wirklich auch so ist, ich habe das ja mehrmals getestet, also zum Beispiel auch Meditation. Da mal probiert, dann hier probiert, oh, ich schlafe fein ein, ich kann nicht und dann lässt du es sein. So, das sagst auch mit dem Gym, genau dasselbe. Aber wo ich das durchgezogen habe, gesagt, ich mache es jeden Tag. Mhm. Jeden Tag. Und dann irgendwann so nach dem 10., 5., klar, hatte ich auch mein innerer Schweinehund, oh nee, leg dich hin, draußen ist es zu kalt und lalala. Einfach durchgehen, machen, machen, machen. Und wenn du das 20, 30 Mal gemacht hast, dann vermisst du es, wenn du es nicht mehr machst und dann geht's, weißt du. Und das ist eben das, die Leute sind entweder zu faul oder zu ängstlich oder haben nicht genug Durchsetzungsvermögen, dass sie das auch durchziehen. Das, ja. Oder sie haben diese unbewussten Muster, Wunden, oder Traumata, keine, wie auch immer, die dann dafür sorgen, dass du so sehr mit deinem Willen versuchen kannst, bestimmte Routinen zu machen. Das geht aber dann nicht, weil du musst so tiefer schauen. Du musst so tiefer an die Arme. Das ist nämlich auch so wahr. Mhm. Ja, krass. Was ist denn das, was du dich, womit beschäftigst du dich gedanklich jetzt gerade am meisten? Also wenn du jetzt so deinen Alltag anschaust, wo bist du gedanklich gerade am meisten? Kannst du es sagen? Ja, jetzt kommt gleich was. Ja. Also momentan ist es das Handy. Wirklich. Also ich habe vor dir, weißt du, bevor du mit mir das Coaching angefangen hast, hatte ich so ein kleines Handy. Aufklappbar, nur SMS und Anruf, kein Social Media, ich hatte nie im Leben, kein Facebook, nichts, nada, keine Kanäle, keine Mail-Synchronisierungen. Und ich hatte, meine Zeit, da hatte ich 250 Mitarbeiter in verschiedenen Ländern. Mhm. Und es ging, das war voll die Digitalisierung, alles, und ich konnte. Und dann kamst du und sagst, Bro, fürs Coaching wäre gut, WhatsApp und alles. Da hab ich noch Sekretärin angerufen, hat mir das neueste Handy gekauft und boom, war ich wieder drin. Und was ich jetzt so feststelle ist, weil ich arbeite ja auch mit dem. Ja, so. Gut, musst du jetzt. Genau. Also genau. Musst du. Willst du ja. Ja, aber ich erwische mich. In Folge dem, gehe da, schau dir das rein. Und wir haben ja vorhin geredet. Ich gehe normalerweise 10 Uhr, 11 Uhr ins Bett und stehe 5 Uhr 30 auf, meditiere 1,5 Stunden und gehe ins Gym. Und jetzt erwische ich mich, dass ich um 12 Uhr, 12:30 gehe ich ins Bett. Morgens stehe ich auf, aber es ist nicht mehr dieselbe Präsenz in der Meditation. Es ist Müdigkeit, es ist zu viel Informationen und meine Beschäftigung momentan ist es wirklich, mich wieder von dem zu lösen. Nicht völlig klar, ich muss damit arbeiten. Ich werde mir jetzt gezielt Blöcke geben und sagen, okay, ich denke jetzt mal laut, von 11 bis 12 gehe ich da rein, bewusst da rein und beschäftige mich mit anderen, die ich auch folge, auch um zu lernen, mache, tue, beantworte alles und so. Wobei jetzt habe ich auch Leute, die mir das beantworten. Aber ich beschäftige mich mit dem Social Media, bin da eine Stunde rein. Dann Nachmittag vielleicht auch mal eine Stunde und abends vielleicht gar nicht. Also wirklich, dass ich abends, wenn ich nach Hause komme, Flugmodus und auf präsent bei meinen Kindern bin. Das ist das Schönste. Mhm. Letztens
Ich habe momentan wirklich viel Herausforderung. Weißt, ich habe mehrere Businesses. Ja, ja. Das Corona lief da mal nicht und dort nicht. Ein Geschäftsführer, der eine will kündigen, der andere ist krank. Umsatztechnisch 35% weniger Einnahmen, mehr Ausgaben. Also das sind alle Sachen, wo dich irgendwo durch beschäftigen. Du kannst es nicht wegdrücken. Ja. Und dann das ganze Retreat, weißt du, die ganzen Organisationen und das Ganze immer wieder organisieren und da mitmachen, das schöpft so viel Kraft. Und ich war so beschäftigt, mein Kopf, und ich konnte nicht mehr ausschalten. Ich habe mich einen Moment gefühlt wie damals, 2011, 12, wo ich kurz mal vom Burnout stand, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste. Es kam so leicht. Und dann kam meine Tochter Emilia, was ich aber zwar die Jüngere, und sehr selten, aber ab und zu konnte sie kuscheln. Das hört sie jetzt natürlich nicht gerne. Dann hat sich hingelegt. Und ich habe ja so auch mit Joshua so ein paar YouTube-Videos jetzt neu gedreht auf Malta. Und die kommen erst später online. Da habe ich gesagt, Schatz, dann hat sie gesagt, ja, ich will schauen. Und dann haben wir so geschaut und gekuschelt. Und dann hat sie angefangen zu reden. Und hat mir einfach Fragen gestellt. Papa, warum hast du das so gemacht? Und wie war das damals so und so? Und dann habe ich mit ihr angefangen zu reden. Aber bewusst habe ich alles auf die Seite gelegt, Flugmodus. Habe mit ihr angefangen zu reden. Und das war stärker als 10 Meditationen. Aha. Das hat mich so geerdet. Ich habe all die Probleme einfach weggelassen, habe mit dir so tolle Gespräche geführt, von Vater zu Tochter, und ich habe all das losgelassen. Weißt du, und dann auf einmal, hier ging der Druck auch weg. Ich spüre manchmal den Druck hier oder hier. Mhm, so. Und es ging alles weg. Und so, vielleicht als Tipp, weißt du, klar, man kann das machen, indem man rausgeht und spazieren geht, aber für die Menschen, die dann trotzdem nicht mit der Stille konfrontiert sind und das Ego, weißt du, beim Spazieren kommt es auch wieder, würde ich empfehlen, über völlig was Belangloses mit Menschen zu sprechen. Sei das ein bester Freund, rede mit ihm über Fußball, Beispiel, rede mit ihm über deine Beziehung oder mit den Kindern ist das beste Beispiel, rede mit den Kindern halt über ihre Themen, was sie haben. Ja. Und das war so heilend, diese Erkenntnis auch wieder bewusst das wahrzunehmen, was es heißt, hey, dieses Tor schließen, jetzt kannst du dich hiermit beschäftigen, und dann geht diese Schublade aber auch zu. Mhm. Sie verschwindet nicht, du musst sie klar wieder mal aufmachen und musst damit arbeiten, aber dann öffnest du sie anders, mit anderen Augen, mit anderen Blickwinkel. Ja, das sind wichtige Sachen angesprochen, also einerseits dieser Umgang mit Social Media, ja, wo viele Leute am Struggeln sind, weißt du. Das ist für mich die schlimmste Droge, sage ich dir. Ja, klar, das ist eine Droge. Auch der Name, man macht das Späßchen, aber ist mir letztens so, Instagram. Ja, du ziehst dir Dopamin-Lines rein. Ja. Ja, die ganze Zeit. Likes. Und die Leute, die wollen das, verstehst du? Ja, das ist krass. Ja, das ist nochmal ein eigenes Thema. Ich meine, da kann man einen Podcast darüber machen, alleine über das Thema. Bücher schreiben. Das ist krass. Bücher schreiben. Aber das, was du gesagt hast, dieses bewussten Umgang, dass du dir Zeitfenster kreierst, Räume kreierst, wo du sagst, okay, da gehe ich jetzt eine halbe Stunde rein, das habe ich mir fix auch so eingeplant, und da vielleicht nochmal am Abend eine Stunde, da checke ich einfach mal ab, was möchte ich da rausziehen von den Leuten, denen ich folge. Und natürlich auch den Content, den du rausgibst als Creator. Genau, ich habe es gesehen. Weil manchmal ertappe ich mich, es passiert immer seltener zum Glück, aber wenn ich so zurückblicke früher, will ich eine Story machen, weißt du? So, ja, ich mache jetzt schnell eine Story, dann mache ich eine Story und dann will ich eigentlich wieder rausgehen, aber dann sehe ich, ein Freund von mir hat eine Story. Gehe ich kurz rein, ja, ne? Ja. Dann gehe ich dort rein, kennst du das? Dann gehst du rein, dann zack, dann landest du von dort auf einer anderen Story. Und er verlinkt YouTube und dann gehst du ins YouTube. Und dann gehst du auf YouTube und dann bist du in YouTube, das ist dort ein Thema, und dann bist du dort auf einer anderen Webseite. Und dann landest du auf TikTok und und dann landest du irgendwo. Du hast keine Ahnung, was du wolltest. Genau. Das heißt, das ist Zombie dann. Also dann wieder krass, oder? Das ist ein fucking Zombie. Und das Schlimme ist, weißt du, okay. Gar kein selbstbestimmtes Leben. Das Leben hast du abgegeben. Wenn wir jetzt bewusst damit umgehen können, dann okay. Aber auch die Erwachsenen, furchtbar. Aber ich sage, die Kinder noch schlimmer. Aber die Kinder sollten es eigentlich lernen. Weil wir sind ja so die Generation, die sind mit dem, wir sind da so reingerutscht, aber die kleinen Kinder wachsen mit dem ja schon auf. Ich denke, dort ist es super wichtig. Aber das ist noch schlimmer. Schau mal das Phänomen. Ich rede jetzt mit meinen Kindern auch offen. Ich sage, hey, mein Älteres wird jetzt 19 nächstes Jahr. Dann sage ich, kiffen deine Freunde? Dann sagt sie, viel, ne? Fast nicht. Und so, der auch nicht, da nicht, Ding. Sniffen die? Nein. Trinkt die auch? Nein, weißt du? Und das erwische ich so bei vielen Diskussionen. Dann denke ich mir, aber wenn ich sie sehe, alle sind nur noch da. Ja, das ist der Alkohol. Das ist der Alkohol, das ist das heutige Koks, das ist das heutige Gras.
die gehen gar nicht mehr im Ausgang richtig, so wie früher Disco. Ja, ja. Na, jetzt ist alles wieder offen, dann Corona. Dann sage ich, Hansi, warum gehst du nicht? Keine Ahnung, die gehen gar nicht daraus. Du wirst dann auch lustlos, ja, weißt du, antriebslos. Das ist, weil hier findest du alles, wow. Hier findest du alles und das ist gefährlich. Das ist die Droge. Das sollte man verbieten, aber das schaffst du nicht. Ja, ja. Ja, apropos verbieten, ja. Wenn du nicht verbieten, so, ja, den bewussten Umgang in der Schule schon beibringen. Ja, es ist krass, weil du jetzt das Wort verbieten reingebracht hast, oder was mir da sofort in den Sinn kommt, sind eben diese Substanzen, ja, diese psychedelischen Substanzen, die ja nicht überall verboten sind, aber doch in den meisten Ländern. Und das ist eigentlich, also ganz ehrlich, wenn man sich wirklich mal in der Tiefe damit beschäftigt, mit diesen Substanzen, was damit gemacht wird. Machbar ist. Und es wird ja auch gemacht. Es wird ja ganz viel geforscht. Mhm. Ja. Und es gibt auch ganz viele interessante Studien. In der Schweiz vor allem. Ja. Genau, in der Schweiz ist zum Beispiel mit LSD ist Schweiz da auch ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Vorreiter. Ja. Vorreiter. Da gibt es auch sogar jemand, der damit arbeiten darf hier in der Schweiz. Mhm. Offiziell. Ja. Und wenn man da sich mal ein bisschen reinfuchst und dann wird man zwangsläufig auf den Gedanken kommen, so, dass das verboten ist, dass das nicht, weißt du, zumindest, dass reguliert. Es nicht reguliert wird, ja, dass man zum Beispiel sagt, weißt du, wir machen diese Zentren, wir machen Zentren auf mit Personal, die auch geschult sind, Psychiater, genau, alles. Die damit Erfahrungen haben, Psychologen, Psychotherapeuten, Therapeutinnen, man schafft den Rahmen. Also das ist für mich, ganz ehrlich, das ist für mich Wahnsinn. Und was denkst du, warum ist das nicht so, warum lässt man das nicht zu? Das ist ein sehr komplexes Thema, aber letztendlich würde ich nicht davon ausgehen, wie man auch immer wieder hört, das ist so die eine Elite, die nicht möchte, dass das kommt oder die Pharmaindustrie. Natürlich hat die Pharmaindustrie wahrscheinlich kein Interesse daran. Ja, wird viele weil es Konsumenten verlieren. Genau, weil sie viele Konsumenten verlieren würden. Und natürlich spielt das auch mit rein, dass dort Lobbyismus gemacht wird, Pharmaindustrien sind big, haben viel Power. Aber es ist auch ein systemisches Problem von der Gesellschaft. Ja, wurden falsch geframed, aber es öffnet sich ja mehr und mehr. Genau. Auch du, zum Beispiel durch diese Gespräche hier oder durch deine Arbeit, die du mit deinem Retreat machst, ganz klar. Ja. Also ich empfehle das. Set and Setting macht auch guten Job. Macht das sehr gut, der Jascha. Ja. Genau. Ja, habe ich auch persönlich mal kurz kennengelernt. Super Typ, ja. Auch. Nur zu kurz, aber ich werde auch mit dem mal sicherlich länger mal ein Gespräch führen können. Was ist wichtiger, nicht für jeden ist es aber auch geeignet. Nee, sicher nicht. Weißt du, es gibt gewisse Leute, die haben eine Krankheit, der braucht einen Arzt. Klar. Der braucht gewisse Therapieformen und nicht für jeden ist es geeignet. Man sollte das auch nicht irgendwie als Partydroge, einfach nur als Jux, als Spaß wahrnehmen, sondern bewusst, weil das Set und Setting ist halt sehr wichtig. Was für einen Rahmen nimmst du das? Mit was für einer Absicht nimmst du das? Ja? Ich kann mich erinnern an meinen ersten LSD-Trip. Ja. Ich war 18, 19. Und das waren noch die üblen Zeiten. So, und wir gehen in eine Jugo-Disco. Und Jugo-Disco, damals gehst du mit Lederjacke rein. Ja. Mit Lederjacke. Gesehen und gesehen werden. Ja, ja, ja. Und die Musik, weißt du, und die Musik, die bringt dich dazu, Gläser kaputt zu machen und die Flasche vom Kopf zu hauen. Ich glaube nicht, dass es die Musik ist. Ich glaube eher, es die Lieder. Ist die innere Dynamik. Ja, ja, aber die pushen dich mit dem Gesagten. Stimmt, ich kenne. Weil er sagt, hey, mein Vater hat mich verlassen, mein Bruder, und ich sterbe für dieses Land. Also solche Lieder, weißt du? Ja, ja, ich kenne das von unten auch. Ich war ja auch schon ein paar Mal unten in Kosovo. Und wenn Serbien, du dann Intus hast, dann wächst du auf, weißt du? Dann, das ist eigentlich wie eine Zeremonie, weißt du? Am falschen Setting. So, ja. Und dann, das war eine Zeit, wir haben gesoffen. Ich habe nur Jack Daniels und Bier gleichzeitig genommen, weißt du? Und dann kam der Dealer und wir wollten Koks. Hat gesagt, ich habe keinen Koks, aber ich habe viel Besseres für euch. Ich habe gesagt, was denn? Sagt er, ja, LSD. Und wir so, oh nee. Dann kam, weißt du, die Ding, ja, das muss zum Fenster springen. Ja. Oder man denkt, man kann fliegen. Einfach haben wir gedacht früher. Ja, aber siehst du dieses Bild aus diesen 70ern? Egal. So, und dann der Kumpel, nee, komm, wir nehmen das. Und der hat uns jetzt zurück, das waren mehrere Hunderter, weißt du, also hat uns so vier Blöcke gegeben. Wir waren zu zweit. Und die anderen wollten nicht. Und dann hat er gesagt, nehmt nur eins, weil die Wirkung, das dauert eine Stunde und dann kommt es. Und damals war ich ungeduldig hoch 100. Ich habe gesoffen, also ich war alkoholisiert. Oh, shit. Ich nehme das eine, er nimmt das eine. So,
Und wir, okay, also wir kennen es von Koks und Fenster und nix. Und weiter und weiter. Also die ganze Zeit am Trinken und die Musik. Ich habe gar nicht gewusst, was ihr da nehmt. Ne? Ja, gar nicht gewusst. Er hat gesagt, nein, das ist gut, du wirst Sachen sehen, Farben, du wirst lustig, du wirst happy. So hat er gesagt. Und wir schauen uns an, Bro, wir schauen uns an, keine Ahnung, gefühlt halbe Stunde, 40 Minuten. Und ich so, hey, Mann, der hat uns gefickt. Er so, ja, der Wichser hat uns gefickt. Der hat uns eine Scheiße gegeben. Ja, der hat uns Scheiße gegeben. Ich so, was machen sie? Komm, wir nehmen den Rest auch. Wir wenn schon, vielleicht, weißt du, spüren wir es nicht. Dann haben wir je noch, das ist meine, das waren 200. Einer war 200? Nein, einer war 100, dann okay, sind 200. Okay, ja, 200 Mikro. Voll alkoholisiert, gell? Voll alkoholisiert. So, und dann haben wir den zweiten genommen und ich kann, bevor, dann habe ich es gewonnen, ist das, hat die Wirkung dann angefangen. Oh shit! Und jetzt, man sagt, der LSD ist ja wichtig, welcher Raum, es nimmt die Schwingungen wahr, die Energien wahr und dementsprechend fühlst du dich. Du bist feinfühliger, dein Bewusstsein öffnet sich. Ja, aber jetzt kommt's. Gefühlt alle 15 Minuten gab es Schlägereien. Das waren noch Zeiten, wo der Türsteher durfte dich verprügeln. Und hat dich reingenommen und dann boom. Ich war selber Türsteher. Genau. Kann ich auch ein paar Storys erzählen. Genau. Aber. Und dann Gläser fliegen herum, Schlägereien, weißt du? Und dann hat es angefangen zu wirken. Und die Lederjacke und alles. Boah. Schweiß. Und dann kommt, und habe ich das Gefühl gehabt, jetzt will mich jemand schlagen, weißt du? Und ich war damals immer, weißt du, Boxen, ich war para, ich habe die Schlägereien auch geliebt. Da habe ich zwei Flaschen Heineken genommen. Das war ein altes Ich, ja. Zwei Heineken-Flaschen genommen, weil mit Massenschlägerei musst du immer Stühle, Heineken. Dann bin ich an die Wand gegangen und ich war nur so. Also das ist gewesen. Da kam so ein Kumpel zu mir. Hey Milan, und ich so, weißt du, was machst du? Ich so, geh weg. Und ich so, was machst du? Das Power neu bekommen. Ja, ich dachte, jemand wird auf mich jetzt losgehen. Und ich habe da Stunden verbracht an der Wand mit diesen Flaschen, Bro. Und der andere aber auch, hat es auch gefühlt. Der so, hat den Schlüssel genommen, so mit Schlüssel, und stand da. Und die ganze Zeit, das war Horrortrip. Das war Horrortrip. Und deswegen, wenn gewisse Menschen sagen, ich habe LSD genommen und ich hatte einen Horrortrip, dann sage ich, ja? Wie hast du es gemacht? Welches Setting? Ich sehe das nicht als Partydroge. Ja. Und nicht mit Alkohol mischen, nicht mit Gras mischen und alles. Und das war witzig. Ja, das ist wenn man das nicht wirklich mit den richtigen Leuten im richtigen Raum mit dem richtigen Setting nimmt, es kann gefährlich sein. Ja. Es gibt Leute, die kriegen Psychose, ja. Ja. Und es gibt übrigens, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, es gibt eine Netflix-Serie. Ja, eine Netflix-Serie. Wie heißt die Netflix-Serie? Oh, ich weiß jetzt gar nicht. Hat, glaube ich, 4 Folgen. Verändere dein Bewusstsein, sowas. Ja. 4 Folgen, wo sie genau über psychedelische Substanzen sprechen. LSD, genau. Psilocybin, auch DMT, Ayahuasca, Mescaline und so. Also kann ich empfehlen für all die Leute, die hier zuschauen oder zuhören. Sehr gut gemacht. Schau das an auf Netflix, die Doku über die psychedelischen Substanzen. Gibt dir einfach noch mal ein bisschen mehr Perspektive. Ich finde nicht alles gut, was dort gezeigt wird, klar. Ein paar Sachen, würde ich jetzt sagen, sehe ich ein bisschen anders oder wie auch immer. Aber es gibt ein besseres Verständnis. Sehr gute Beispiele. Genau, sehr gute Beispiele. Ja geil. Wann ist das nächste Retreat? Das nächste Retreat ist jetzt im September, also nächste Woche. Ja. Dann machen wir noch eins im November. Und dann nächstes Jahr haben wir 6 geplant, also fix schon geplant. Okay. Februar, ich denke jetzt laut, aber ich kann es ja auch irgendwo mal, also wenn die Leute mich kontaktieren auf Social Media, dann Informationen vielleicht geben. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, weil wenn da jetzt jemand sagt, wow, klingt mal spannend, wo kann ich sich da melden? Man kann auf Milic Milan auf Instagram mich finden oder Ahom Retreats, haben auch einen Account. Okay. Oder ahom-retreat.com. Ja, okay. Das sind die Kanäle. Werde ich unten in die Shownotes packen, auf jeden Fall für die Leute, die zuhören und sagen, nee, klingt spannend, will ich mal anschauen. Jetzt auch unten in die Beschreibung packen. Ja, nice. Wir haben über viele Sachen gesprochen. Ich würde gerne noch 2 Fragen dir stellen. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Kurz, aber mit all dem, was du jetzt so erfahren hast und erlebt hast, bist auch viel rumgereist, reist nach wie vor viel rum. Du siehst den Menschen als eine Spezies, die Menschheit. Was glaubst du, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten aus deiner Perspektive, wenn du so die Menschheit siehst? Was würdest du sagen, was braucht der Mensch heute gerade am meisten? Mitgefühl und Bewusstsein. Mitgefühl und Bewusstsein. Und Achtsamkeit. Ja. Sehr wichtig. Die Menschen springen wie Zombies, abgesehen jetzt von diesem Handy-Beispiel, wie, mit den Gedanken, weißt du, achtsam, mal in die Achtsamkeit gehen durch Meditation, durch Yoga, durch Laufen.
mal zu dir zu kommen. Ich denke, die Leute brauchen Rückzugsorte. Aber jetzt nicht nur Retreats, sondern sie brauchen auch Rückzug zu sich selbst im Inneren. Du brauchst nicht unbedingt Retreat, du kannst es auch im Wohnzimmer machen, meditieren, in dich gehen, deine Gedanken beobachten, mal sehen, was kommt, das betrachten, nicht bewerten, weil das Thema, was die meisten Menschen denken bei der Meditation, geht es darum, an nichts zu denken. Das schafft niemand. Das geht schon. Ja, aber es ist schwer. Training, okay. Aber du weißt ja, wie viele Gedanken ich weiß, was du Tag meinst. Ich würde es mal so erklären, die meisten Menschen glauben, okay, cool, wenn ich jetzt meditiere, dann wird es ganz still. Und dann fangen sie an zu meditieren, schließen die Augen, gehen in sich und dann merken sie, oh, shit. Ja, zu viele Sachen. Das ist gar nicht still. Genau. Und ich denke, es geht darum, bei der Meditation deine Gedanken zu beobachten. Nur zu beobachten. Nicht an sie zu denken, sondern sie nur zu beobachten aus der Beobachterposition. Und das ist so aus meiner Sicht, was die Menschen jetzt am meisten brauchen, ist Stille. Ja, Stille. Ruhe. Abstand von den Gedanken, weil wenn du sagst, Gedanken beobachten ist ja ganz wichtig, oder dass du da so ein bisschen Abstand reinbringen kannst, dass du erstmal erkennst, du bist gar nicht deine Gedanken. Genau. Sondern deine Gedanken kommen und gehen, aber du als der Beobachter, als die Beobachterin, du bleibst. Weißt du, was das größte Learning war, wo du mir gegeben hast? Und dafür danke ich dir von Herzen. Das war, Bro, du mir gesagt hast, du hast den Körper und du hast den Verstand, aber du bist nicht dein Körper und du bist nicht der Verstand. Du bist der, der den Körper hat und der, der den Verstand hat, aber du bist es nicht. Und du weißt noch mal, wie mir hat das ein Jahr gedauert. Ja. Also ein Jahr hat das gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich meine, das klingt jetzt so simpel, das zu sagen, aber das in der Tiefe anzunehmen und mit dem umzugehen, das hat bei mir und immer noch bewirkt das Wunder. Weil wenn mich jemand heutzutage angreift oder jetzt kommt ein Mail oder weißt du, dann geht gleich so ein Feld auf und dann betrachte ich das. Ja. Weißt du, es kommt nicht zu mir. Abstand, weil ich bin nicht Körper, nehme Abstand und dann gehe ich in die Person rein und ich gehe immer in die Liebe. Weil, warum sagt er das? Er sagt, weil er verletzt ist, weil ich was getriggert habe. Also ich zeige Mitgefühl, ich gehe ins Mitgefühl und dann kannst du wieder loslassen. Ja, das ist wertvoll, beschäftigt mich gar nicht. Ja, das ist sehr wertvoll. Ja. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Ebenen, auf denen man das betrachten kann. Du bist nicht der Körper, du bist nicht der Verstand. Ja, definitiv auf einer Ebene. Und auf einer anderen Ebene bist du alles auch, weißt du? Du bist alles und nichts, aber das ist... Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber schön, dass du das auch mal so reinbringst. Würde ich auch so unterschreiben, dass es ganz wichtig ist. Und die letzte Frage, die ich an dich habe, Milan, ich finde das eine sehr spannende Frage. Wahrscheinlich hast du dir diese Frage noch nie gestellt. Oh. Darum frage ich sie dir. Darum stelle ich sie dir jetzt das allererste Mal. Wahrscheinlich. Aber stell dir vor, du würdest auf außerirdisches Leben treffen. Also stell dir vor, es würde ein intelligentes, bewusstes, außerirdisches Leben geben. Du würdest auf das treffen. Und du hast eine Frage. Welche Frage würdest du ihm stellen? Oh, Bro, das ist so eine geile Frage. Ich würde ihn fragen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und was ist, also Gott, was passiert, wenn ich sterbe? Aha. Das wäre meine wichtigste Frage. Ja. Weil ich habe viele Bücher gelesen. Ich bin ja christlich-orthodox aufgewachsen, Jesus, mit Kirche, obwohl in Kirche das System glaube ich nicht. Jedoch an die, was mich bei Jesus fasziniert, ist die Liebe und die bedingungslose Liebe, die er gelebt hat. Ja. Die Werte, die er gehabt hat. Die Werte, hat. Qualitäten. Genau. Qualitäten. Falls er gelebt haben sollte, ja. Wie gehen wir davon aus? Genau. Und dann habe ich mich mit Buddhismus beschäftigt, so ein paar Bücher gelesen, Buddhas Weisheiten und alles und so und finde das, wow. Und dann auch durch die ganze Spiritualität mit Ayahuasca kam ich auch ins Göttliche und dann auch mit anderen Substanzen. Und ich habe jetzt mehrere Theorien, was sein könnte, aber ich habe jetzt nicht eins, wo ich sagen kann, du weißt es. Das ist es, verstehst du? Und an das glaube ich jetzt und es ist genau das und so. Weißt du? Und das ist so eine Frage, wo ich mich, klar, ich bin viel freier, ich glaube an alles. Ich respektiere jede Religion, ich respektiere jeden Führer, ich respektiere alles, was mit Liebe ist. So. Jedoch, was passiert, wenn ich sterbe? Aha. Ist er dann Gott? Ist er mit dem Bart? Das ist eine Energie? Oder werde ich als neues Seele... Mit dem Bart ist es garantiert nichts. Das weißt du nicht. So, oder was passiert? Oder Reinkarnation, werde ich dann wieder als Seele geboren? Oder bleibe ich im Paradies? Was ist das Paradies? Oder
Weißt du, das sind so die Fragen, wo ich ihm stelle. Die eine Frage will ich ihm. Das wäre die Frage der Fragen. Geht letztendlich immer auch einher mit der Frage, wer bin ich? Mhm. Auf diesen verschiedenen Schichten, in denen wir existieren. Ja, Körper, Geist, Verstand, Gedanken, Bilder, Emotionen, Bewusstsein, Seele. Ich habe für mich einfach auch eins entdeckt, was mir den Frieden gegeben hat. Ich habe jahrelang gekämpft, ist Jesus Sohn Gottes, ist der das, dies, mache ich was falsch? Und für mich habe ich den Frieden gefunden, sei einfach menschlich. Mhm. Ja. Sei menschlich, weil alles, was du nicht willst, dass man dir antut, tu nicht dem anderen an. Das hat jetzt nichts mit Religion zu tun, das ist einfach Menschlichkeit. Mhm. Und lebe das und ich habe alles erlebt, meine Hausaufgaben erledigt. Mhm. Verstehst du? Es gibt keine Sünde, es gibt kein richtiger Falsch. Ich tue niemandem das an, was mir niemand antun soll. Und was ich nicht gut finde, tue ich den anderen auch nicht an. Gelingt mir nicht immer, weil ich bin kein Heiliger, aber ich reflektiere es. Ich bin auch bereit, mich bei Menschen zu entschuldigen danach oder Wochen danach, wenn ich das reflektiere, dass ich ihn unbewusst beleidigt habe oder was gesagt habe, was ich früher nie konnte. Und das hilft mir persönlich weiter. Also diese Menschlichkeit, tu niemandem das an, was du auch selber nicht möchtest, dass man dir antut. Ja, das ist ein schöner Gedanke, auf jeden Fall. Und das ist ein wichtiger Schritt auch in der Bewusstseinsentwicklung, allgemein in der Entwicklung, ja, dass man so auch zu sehen, dann auch die Bereitschaft zu haben, das so zu leben, denke ich, ist ein wichtiger Schritt. Mhm. Dann würde es wahrscheinlich weniger Kriege geben, würde wahrscheinlich weniger Leid und Terror geben. Klar. Und schönes Schlusswort. Milan, vielen herzlichen Dank. Danke dir, Patrick. War richtig schön. Wo können die Leute dich finden? Vielleicht nochmal ganz kurz. Instagram bist du am Start, YouTube bist du am Start. Ich werde das alles unten in die Show machen. Instagram, YouTube, TikTok. Instagram. Ja, genau. Instagram, YouTube. YouTube haben wir jetzt sehr viel abgedreht. Ja. Wirklich Content, wo ich über mich erzähle, wo ich meine krassen Geschichten erzähle, wie ich vom Kellner zum Multiunternehmer herangewachsen bin, ohne fast keine Schulbildung. Straßensmart, mehrmals im Gefängnis gewesen, wie ich mich da rausgeboxt habe, wie ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, wie das in die Hosen ging. Das zweite ging in die Hosen, beim dritten hat es geklappt, aber das dritte auch 6 Jahre lang gelitten, bis dann alles kam. Und ich habe mir da richtig Mühe gegeben. Findet ihr alles auf YouTube. Nice. Gebe ich so weiter in die Shownotes, packe ich unten rein. Danke, Milan. Danke dir. Danke. Und ich wünsche dir viel Freude und viel Erfolg weiterhin mit deinen Projekten. Lieb dich. Danke, Bro.